Meine Jungs und ich überlegen gerade als Experiment mal eine bildschirmfreie Woche zu machen. Es ist noch gar nicht so lange her, da gab es im Kindergarten von meinem kleinen Sohn eine spielzeugfreie Woche. Das heißt, alles Spielzeug wurde weggeräumt und es wurde nur draußen gespielt und alles andere, was man da eben so machen konnte. Und das fand er ehrlich gesagt sogar richtig cool. Ehrlich gesagt spielen wir zu Hause auch ziemlich viele Sachen, für die man kein Spielzeug brauchen kann. Und da haben wir jetzt mal kürzlich wieder drüber geredet am Wochenende und dann kam uns so der Gedanke, wie wäre es denn, wenn wir mal eine Woche machen ohne Nintendo oder YouTube oder so ein Zeug. Ich meine, klar, es müsste Ausnahmen davon geben, weil ich muss natürlich irgendwie weiter arbeiten können. Und man muss dazu wissen, normalerweise haben meine Jungs keine feste Bildschirmzeit. Das heißt, prinzipiell dürfen sie erstmal so lange gucken, wie sie möchten, aber die beiden haben das ziemlich gut im Griff und machen das gar nicht so lang, sondern die sind ja so fußballfixiert oder für andere Sachen offen, dass sie da selber relativ schnell abschalten. Heute Abend wollen die beiden die Entscheidung treffen, ob sie es erstmal morgen bis zum Ende der Woche durchziehen und dann gucken, ob sie es verlängern. Ich finde das extrem spannend als Papa, denn ich hatte die Idee gar nicht, sondern die kam wirklich von denen. Wenn ihr das Video bisher geguckt habt, schreibt doch mal in die Kommentare, was eure längste bildschirmfreie Zeit war.